Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Heute ist der 8. Januar und wir haben immer noch keine Regierung. Und der Bundestag tagt diese Woche auch nicht. Aber das heißt nicht, dass nicht gearbeitet wird von den Abgeordneten. Denn irgendwann müssen sie sich ja vorbereiten, mal in die Gänge zu kommen. Und heute ist bei mir zu Gast Hartmut Ebbing von der FDP, Bundestagsabgeordneter aus Berlin. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Was machen Sie denn eigentlich so, wenn es keine Regierung da ist? Der Bundestag tagt relativ selten. Ja, man denkt, man hätte nichts zu tun. Aber das denke ich ja, das genau. Denken wahrscheinlich Sie zu Hause auch. Genau, aber deswegen frage ich Sie das ja. Wir haben ja die Aufgabe, unsere Fraktion vollkommen neu aufzubauen. Insofern ist es richtige Kernarbeit. Wir haben gerade vorgestern bei uns im neuen Büro die Maler gehabt. Haben Sie endlich eins. Und wir haben jetzt neue Büros, also Büros, die wahrscheinlich wir auch behalten können. In der Dorotheenstraße, so, also bei uns in der, also die Berliner und auch die Landesgruppe Ost, so wie wir verteilt sind in entsprechenden Landesgruppen. Und ja, ich freue mich, ich bin dann heute nach der Sendung dann das erste Mal im Büro. Mal gucken, wie das aussieht. Telefon haben Sie auch schon? Ja. Ich meine, man wundert sich ja, die Wahl war am 24. September und heute haben wir 8. Januar. Ja. Ja. Dass das so lange dauert. Aber Sie waren ja nicht in der letzten Legislaturperiode im Bundestag. Also die FDP braucht, wie die AfD, komplett neue Räume. Genau. Ja. Alles sind Sie denn zufrieden mit dem, was Sie jetzt haben? Können Sie richtig jetzt politisch wirken? Ja, nein, also das ist ja, organisatorisch bin ich zufrieden. Ich habe dank eines wirklich sehr, sehr agilen Büroleiters haben wir eigentlich die Infrastruktur jetzt aufgebaut und jetzt kann es richtig losgehen. Und wenn ich das richtig höre und sehe, werden wir auch in der nächsten Woche dann, werden doch die Ausschüsse schon eingesetzt werden. Obwohl die Regierung noch nicht ist, ja. Was eigentlich ja nicht geht, aber man macht es trotzdem. Genau, weil, glaube ich, alle, die im Bundestag sind, langsam anfangen möchten zu arbeiten. Und ja. Dazu braucht man halt die Ausschüsse. Und dann werden wir auch intern, wir haben dann am Wochenende eine interne Klausurtagung. Und ich denke, dass wir auch dann innerhalb der FDP am Wochenende dann auch sozusagen das Karussell dann entsprechend drehen werden. Erklären Sie doch mal unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, warum das mit den Ausschüssen eigentlich noch nicht funktioniert, weil die Regierung noch nicht da ist. Man könnte doch sagen, wir sind doch alle da. Wir wollen, wir können doch einen Ausschuss. Ich weiß das. Herr Brinkmann, Sie sind doch der alte Hase. Na, weil die, mir geht es ja genauso. Weil die Ministerien ja noch nicht. Genau, entsprechend. Wir wissen ja noch nicht, wie die Ministerien zugeschnitten werden. Insofern, und die Ausschüsse sind ja in der Regel an den Ministerien angehängt, zumindest im Zuschnitt. Und da wir noch nicht wissen, ob wir zum Beispiel eine Kulturministerin bekommen oder auch nicht. Oder ein Bauministerium. Ja, oder wie das alles gemischt wird, ist das natürlich nicht einfach, wenn man vorher schon Ausschüsse einfach einrichtet. Aber ich denke, also ich persönlich finde es trotzdem ganz gut und wichtig. Man kann ja zur Not, wenn es dann ganz anders ist, dann vielleicht noch mal ein bisschen umorganisieren. Aber ich finde es langsam auch wichtig, dass wir anfangen können zu arbeiten. Und wir hatten ja vor 4 Wochen hatten wir ja, damit überhaupt Arbeit anfangen kann, einen sogenannten Hauptausschuss ins Leben gerufen. Da sitzen alle drin. Da sitzen jetzt alle drin, alle auch fachlich durchaus unterschiedlichen Personen. Das geht einfach nicht. Wozu brauche ich denn eine Regierung? Genau, genau. Ja. Haben einige meiner Kolleginnen und Kollegen geschrieben, das kann der Hauptausschuss doch machen. Ja, wobei eben halt wirklich der Hauptausschuss ja nur im Grunde genommen eine Übergangs... Kommen wir mal zum gestrigen Tag. Da war Dreikönigstreffen, wie immer, wie jedes Jahr, am 6. Januar. Früher war ich da auch relativ häufig. Und waren Sie auch da? Ich war nicht da. Ich hatte schon lange vorher ein Seminar bei unserer internen Stiftung gebucht und hatte mir überlegt, ob ich trotzdem nach Stuttgart fahre oder nicht. Aber ich habe gedacht, ich bilde mich weiter ich glaube auch, dass mein Platz ist gerne eingenommen worden von einem anderen. Auch das ist, glaube ich, wichtig, auch dass nicht nur Parteiinterne dort auch sind, sondern eben auch wirklich auch immer externe Bürger. Wie ist denn das bei Ihnen jetzt in der Fraktion? Sie haben sich ja nun entschieden, nicht in die Regierung zu gehen, es sei denn, es kommen Neuwahlen und Frau Merkel ist nicht mehr da. Das ist die Richtung der FDP jetzt. Ist das richtig? So kann man das. So, ja. Mit Frau Merkel nichts, ohne Frau Merkel alles.
Das ist die Aussage. Sie müssen es ja Ihren Wählern verkaufen, und Wählerinnen. Ja, ich denke mal, das, was Christian Lindner auch in letzter Zeit auch wirklich leider auch fast jeden Tag sagen musste, es ging einfach nicht. Es ging, glaube ich, menschlich einfach nicht zusammen. Und wenn man jetzt eine Jamaika-Koalition hätte gebildet und dann im Vierteljahr vor dem Scherbenhaufen steht, ist es ja auch nichts, was die Bevölkerung gerne sieht. Von daher. Könnte aber mit Neuwahlen genauso passieren, wenn das Ergebnis etwas so wieder aussieht. Die einzige Partei, die verliert in allen Umfragen, sind Sie, die FDP. 3% gegenüber dem alten Ergebnis. Ja, aber die Umfragen, es gibt ja auch andere Umfragen. Darum geht es mir jedenfalls nicht. Ich persönlich bin grundsätzlich nicht für Neuwahlen, weil wenn ich Bürger bin, was hat sich denn geändert in meiner grundsätzlichen Auffassung, welche Partei ich wählen kann oder möchte oder soll, weil keiner hat ja gezeigt, was er eigentlich leisten möchte. Von daher. Ja, Sie haben ja gekniffen als FDP. Na, wir haben ja. Nicht gekniffen, sondern also wir so haben einfach. So wird es jedenfalls in der Außenwirkung dargestellt. So wird es von den Kollegen dargestellt. Und wir sind ja leider seit Wochen immer damit beschäftigt, also zu versuchen zu sagen, dass ähnlich wie in der Familie. Also es ist nicht immer nur einer, der Schuldige ist. Es sind ja vier Leute. Wie ist denn das bei Ihnen im Wahlkreis hier in Berlin? Fragen die Sie das? Ich sage, warum habt ihr gekniffen oder finden die das alle toll? Es gibt tatsächlich, also bei mir in Steglitz-Zehlendorf, solche und solche. Es gibt welche, die sind vollkommen unzufrieden und geben das auch zum Ausdruck. Und es gibt, sagen die auch, ich habe sie doch gewählt, Herr Erbig, damit wir in die Regierung kommen? Oder was sagen die? Ja, manche sagen das, aber manche sind auch total froh, dass das eben wirklich die FDP halt wirklich Rückgrat bewiesen hat und nicht sozusagen nur um Ämter zu bekommen, sozusagen leicht und auch ja, leichtfertig mit dann sozusagen Regierung eingegangen sind. Also von daher, es gibt solche und solche und ich weiß auch gar nicht die Zahlen, ob das jetzt, was jetzt überwiegt. Wir haben ja auch Austritte, aber wir haben auch eben erfreulicherweise auch Neueintritte, also ich finde auch, man sollte nicht immer nur gucken, was ist jetzt angenehmer dem Menschen, sondern ich bin sehr überzeugt, dass das, was ich sozusagen gehört habe an Chaos, was da die 4-6 Wochen passiert ist bei den Sondierungsverhandlungen, dass es wirklich gute Gründe gegeben hat, aufzustehen. Eigentlich hätte auch, glaube ich, jeder aufstehen können. Das war ja nicht nur die Unzufriedenheit der FDP, sondern ich glaube, es war allgemein innerhalb der Parteien so, dass einfach man merkte, es klappt nicht. Jetzt wird doch sicherlich bei Ihnen im Wahlkreis auch diskutiert, was passiert denn jetzt, wenn die SPD und die Union nicht zusammenkommen. Dann käme es ja eventuell zu Neuwahlen, wenn man keine Minderheitsregierung macht. Unterstützen Sie eine Minderheitsregierung eventuell? Also ich persönlich habe ja die ersten 4-5 Plenarsitzungen erlebt, wo wir noch keine Regierung oder keine neue Regierung haben. Und letztendlich die Parteien bei den Anträgen, die reingebracht worden sind, wirklich frei agiert haben. Und man hat gesehen. So mit Zuruf, stimmst du zu oder stimmst du nicht? Man hat es gesehen, ja. Dass man auch über die Parteigrenzen hinaus, je nachdem, welches Thema belegt worden ist, auch mal bei den Grünen klatschen, also für die Grünen klatschen kann. Oder umgekehrt auch, habe ich gesehen, SPD hat mal geklatscht, als wir einen Beitrag reingegeben haben, der. Also neue Form der besseren Demokratie. Ich denke, wir haben das ja, glaube ich, schon in Nordeuropa gibt es ja einige Länder, die mit Minderheitsregierungen arbeiten und auch ganz gut arbeiten. Sachsen-Anhalt, nur 8 Jahre. 8 Jahre. Ja. Also ich fände das ein gutes Mal. Es ist eine ganz andere Art der Demokratie, weil wenn ich stabile Mehrheiten habe, dann weiß ich doch, dann ist das ja doch mehr oder weniger im Parlament ein Showkampf. Dann habe ich Fraktionszwang.
Ne? Letztendlich sind doch die Mehrheiten klar und dann, das ist doch eigentlich auch, also was man in den letzten Jahren erlebt hat, doch eigentlich auch langweilig, weil man weiß doch schon, wenn das, was von der Regierung reingebracht wird, wird in der Regel doch auch beschlossen. Also ich kenne keine einzige Ausnahme. Schon und Sie auch, das ist eine richtige Begeisterung. Da sitzen Sie da und gucken, was machst du, mein Freund, da hinten? Stimmst du dafür oder nicht? Oder wie? Ja, es gibt ja wirklich Politikthemen, die wirklich unterschiedlich auch innerhalb der Parteien gesehen werden. Mal ist man eher der SPD nah und mal ist man der CDU nah. Und ich finde, das wäre nicht mal ein Experiment, aber, sondern das wäre wirklich, das ist ja auch vorgesehen, dass man das so machen kann. Aber ernsthaft können Sie das nicht meinen? Da müsste ja Frau Merkel durch die Reihen laufen und ihre Stimmen zählen. Ich meine, das tut sie nicht selbst, das war jetzt bildlich gesprochen. Ich weiß. Ja. Aber das wäre doch geradezu, das würde einen ja verrückt machen. Es könnte sein, das ganze Ausland, die ganze EU guckt auf uns, wie geht das heute aus? Findet sie ihre Partner oder nicht? Das ist ja jedes Mal ein Zittern. Ja. Aber ich meine, als Alternative, Neuwahlen, was würde denn, ich meine, ganz klar gesprochen, bei Neuwahlen hatten Sie ja schon angesprochen, ich glaube nicht, ich glaube, bei Neuwahlen zurzeit würde die AfD gewinnen und alle anderen Parteien würden verlieren, ja. Weil es würde, glaube ich, von Seiten der Bevölkerung allen Parteien zu Last gelegt werden. Jetzt machen wir eine kleine Werbepause, damit wir darüber nachdenken, welche Lösung wir gleich finden nach der Pause oder welche Sie vorschlagen. Und bleiben Sie dran. Ne? Wir sind gleich wieder da mit Hartmut Ebbing. Er ist FDP-Bundestagsabgeordneter aus dem Bezirk Zehlendorf. Steglitz-Zehlendorf. Richtig? Genau. Oder andersrum. Genau. Steglitz-Zehlendorf. Bis gleich.